Ich ziehe mir aber das Kaiser-Video rein. Ich glaube, Kaiser kann ich einen Klick geben. Easy. Der beste YouTube. Oh! Stopp! Ja, das ist ja schon wieder ein schwieriges Bild hier, ne? Mal sehen. YouTuber der Welt, Ahmad, hat ein 38 Minuten langes Video hochgeladen, wo er gegen alle möglichen YouTuber schießt. In gewohnter Manier natürlich wieder sachlich und objektiv. Digga, Giri, so ein Lutschen. War auch gar nicht sarkastisch gemeint, du Schwanz, ne? Wenn ihr glaubt, dass ich irrelevant bin, er ist noch irrelevanter als ich. Ich sag nicht gerne über andere Leute irrelevant, weil wer bin ich, aber er ist wirklich irrelevant. Rizos rechtes Ei. Boah, ey, da wirklich kannst du... Da kannst du mit einem Magnetometer ausmessen, wie weit die intellektuelle Reichweite reicht. Ne? Sobald du den Kontakt von der Stirn wegnimmst, hört's auf zu piepen. Freunde, in dem Video geht es um eine geheime YouTube-Verschwörung, Verleumdung und vieles mehr. Das ist wie frühzeitiges Weihnachten. Drum hätte ich gesagt, schauen wir mal, was Ahmad uns für Geschenke mitgebracht hat. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt's richtig gehört. Heute geht's mal wieder um Ahmad. Heute müssen wir uns wirklich... Guten, meine Freunde. Das ist nämlich das größte Video auf seinem Kanal, deswegen schauen wir mal in die Beschreibung, worum es überhaupt geht. Stay, KuchenTV, TJ, Tim Jacken, Alpha Kevin, Kaiser und dutzende andere langweilige Persönlichkeiten wie Tobias Huch machen seit 2 Monaten Videos gegen mich. Hier habt ihr die Antwort, der Anfang vom Ende. Also ihr habt es gesehen, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die Ahmad kritisieren und ich bin da natürlich auch mit dabei, weil... Ich bin langweilig. By the way, auch lustig, wie du Tobias Huch in die Beschreibung packst, aber in deinem Video sagst du sowas. Es gibt noch einen, der heißt, Tobi... Huchenstern. Diese Person ist dafür bekannt, dass er Leute strikt. So, aber jetzt mal im Ernst, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe mal ein Video gegen Ahmad gemacht, weil er meinte, es ist unfair, dass alle Leute auf einmal UpRed kritisieren. Dann hat er ein Antwortvideo gemacht, in dem er nur Blödsinn gelabert hat. Er hat gesagt, ich verbreite nur Lügen, ich spalte die Gesellschaft und so. Das fand ich wirklich funny. Und ich habe dann darauf wieder ein Antwortvideo gemacht, wo ich das halt alles widerlegt habe und halt gezeigt habe, dass Ahmad einfach seine Zuschauer belügt, um besser dazustehen. Und dass das Video anscheinend auch viel mehr Dislikes als Likes hat, ist halt auch einfach falsch. Das stimmt halt noch nicht. Beide Videos hatten fast 60, eins hatte sogar fast 70% Likes. Also die haben beide mehr Likes als Dislikes. Ach so, das mit den Dislikes stimmt also nicht. Wollt ihr wissen, woher ich die Information habe? Von Ahmad. Sekunde 21 in seinem Auflösungsvideo zeigt er doch die Dislikes. Ich habe vor ungefähr über einer Woche einer meiner schlecht bewertetsten YouTube-Videos, seitdem ich YouTube mache, gepostet. Das Video hat so viel Spaß gemacht, ich sag's euch wirklich. Aber seitdem... Funkstille. Ich weiß nicht, war ich irgendwie zu gemein oder so? War ich irgendwie zu hart? War das das Problem? Ja, ist ja jetzt auch egal, ne? Deswegen haben wir ja das neue Video vom Ahmad und da schauen wir gleich mal rein und catchen so den Vibe. Oh, Gottes Willen, Alter. Es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auf das Originalvideo auch keinen Bock. Das liegt aber an einer Sache, die ich wirklich unterschätzt habe. Ich habe unterschätzt, wie dumm dieser Junge ist. Also ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so dämlich ist. Aber der hat, ich habe ja versucht, das ist ja ein 38-Minuten-Video. Und ich habe versucht, dieses Segment von mir irgendwie herauszufiltern. Und ich glaube, er öffnet das Segment mit einem Vorwurf, dass ich nicht weiß, was eine Kaaba ist in einem Video, in dem ich kritisiere, dass er nicht versteht, dass die homosexuellen Muslime nicht zu diesem religiösen Ort pilgern können, weil sie sonst potenziell Gefahr laufen zu sterben. Aufgrund der konservativen und zurückgebliebenen Betrachtung von Homosexualität in dem Gebiet. Deswegen haben wir uns damals über diese Regenbogen-Kaaba unterhalten. Ne? Ich wusste das aber zu dem Zeitpunkt nicht. Für mich ist Kaaba immer noch dieser wundervolle Kakao-Kappa. Deswegen, I don't know, ich wurde darüber auch im Rahmen dieses Gespräches oder dieser Gesamtsituation aufgeklärt und habe mir dann ein Bild darüber gemacht, warum dieses Kunstwerk existiert. Jetzt habe ich also dieses Video angemacht und er sagt tatsächlich, er nimmt einen 2 Sekunden Kaaba-Ausschnitt und wo ich Kaaba sage, sowas wie, ich habe keine Ahnung, was Kaaba ist, ist das nicht dieser Kakao? Und er nimmt das und benutzt das, um zu framen, dass ich die Muslime diskreditiere. Und das ist so dumm, weil dieses gesamte Video sich auf seiner trans- und homofeindlichen Grundposition ausbreitet, dass es mir schon fast wirklich ein bisschen die Sprache verschlagen hat. Und deswegen habe ich nicht die Muße gehabt, mir den restlichen Blödsinn reinzuziehen. Weil dieser Junge wirklich noch nicht so weit ist. Ich möchte ihn gar nicht persönlich angreifen, weil diese persönlichen Angriffe, das würde jetzt hier auch kontraproduktiv sein. Ich möchte einfach nur sagen, dass er intellektuell sich noch deutlich weiterentwickeln muss. Also wirklich deutlich weiterentwickeln muss. Gerade weil er in einem Meinungs-YouTuber-Bereich unterwegs ist, wo es darum geht, logische Schlüsse von A nach B herzustellen. Aber er das noch nicht, er die Befähigung anscheinend noch nicht hat. Er muss sehr viel besser werden. Und ich denke, das ist in Ordnung. Aber er ist halt auch einfach nicht schlau.
zum jetzigen Zeitpunkt. Er kriegt das sicherlich irgendwann auch hin, aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Nur kurz, um zu sagen, warum ich da jetzt kein Reaktionsvideo draus mache oder so. Also das ist nicht mal mir den Klick wert. Also es ist nicht mal meine Zeit wert. Das ist, der ist wirklich nicht so schlau. Dutzende Leute haben die letzten 2 Monate gegen mich gehetzt und Videos gemacht. An jeden Einzelnen, der dieses Video sieht, es werden wahrscheinlich Dutzende Leute hierauf reagieren und ihr werdet nur die Reaktion gesehen haben oder ihr werdet einfach generell das Video nicht ganz gesehen haben oder einzelne Ausschnitte nur und ein paar Sekunden, wie es die ganze Zeit mit meinen Videos gemacht worden ist, um mich falsch zu illustrieren. Oh. Ah, also so wie du es bei mir gemacht hast, na, da kam by the way auch nie irgendwie ein Statement oder eine Berichtigung oder so. Ich hab schon verstanden. Deswegen, meine lieben Freunde, an jeden Einzelnen, der dieses Video gerade schaut. Das ist so ein kleiner verlorener Welpe in einer großen, bösen Welt da draußen. Das ist so schade. Schaut es zu Ende, denn ich bin mir ziemlich sicher, danach werdet ihr ein ganz anderes Bild auf alles haben. Hab ich gemacht und ist nicht passiert. Ihr müsst wissen, die letzten Wochen und Monate hat Ahmad wirklich Blödsinn am laufenden Band verbreitet. Und ich gehe auch gleich darauf ein. Auf TikTok kann er ja leider keinen Blödsinn mehr verbreiten, weil er ja da gebannt wurde. Und er hat dann ernsthaft seinen Fans gesagt, sie sollen bitte Best-ofs von ihm hochladen. Und wenn eins von diesen Best-ofs über 100.000 Klicks erreicht, dann gibt er demjenigen 100 Euro. Das ist auch eine Option, relevant zu bleiben. Aber was genau ist jetzt eigentlich der Grund für dieses Exposing-Video? Naja, Ahmad hat anscheinend einfach nicht verstanden, warum er so viel Hate bekommt. Weißt du, alle seine Videos sind grottenschlecht bewertet. Jeder, der ein Video von ihm sieht, ist am Verzweifeln und die Schlussfolgerung gibt. Und es gibt immer noch nicht das Andrew Tay-Video. Ist, alle anderen sind schuld. Er spricht jedenfalls 100.000 Punkte bei den ganzen YouTubern an. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, bevor ich jetzt die ganzen kleinen Futzeln zusammensuche und dann in die Kamera halte, zeige ich euch einfach mal 3 Beispiele auf, in denen er wirklich Vermutungen als Fakten darstellt, lügt und einfach nur Verleumdung betreibt. Vielleicht verstehst du ja dann so ein bisschen, warum du so viel Hate bekommst. Und ich habe gesagt, wir starten gleich mit der ersten Nummer, aka Nummer 1. Und nicht Numero dos, ja, Nummer 1, meine Freunde, das ist Geparke, aka die Freundin von Ehren Manrius. Kurze Zusammenfassung, 2 TikToker. Oh Gott, das war das, wo er, wo er diese internalisierte Fettfeindlichkeit an den Tag gelegt hat. Geparke und Ehren Manrius posten einen TikTok von einem Schwangerschaftstest, ganz zufällig, während sie ein neues Musikvideo drehen. Klingt schon irgendwie nach einer Fake-Schwangerschaft und ich habe damals auch gesagt, so, dass ich das ein bisschen sus finde. Zu der Story gibt es jetzt ein Update, nämlich hat Geparke gepostet, dass sie das Kind verloren hat. Also nochmal, es ist nicht sicher, ob diese Schwangerschaft jetzt wirklich echt war oder nicht, aber man kann nicht beweisen, dass sie fake war. Und so wie Ahmad drüber redet, das ist gottlos. In dem Video, die Beerdigung von Ehren Manrius, habe ich gezeigt, wie er einiges gefaked hat, zum Beispiel eine Schwangerschaft. Diese gefakte Schwangerschaft war mit der TikTokerin Geparke. Sie haben gesagt, dass es eine Fehlgeburt war. Das Kind ist verstorben, das haben sie gesagt, um quasi aus dieser ganzen Fake-Schwangerschaftsthematik rauszukommen. Und dass sie nie schwanger war, wissen wir alle. Bevor ja, das ist natürlich auch etwas, dass da muss man sehr vorsichtig sein. Du kannst Vermutungen anstellen, aber das als Tatsache zu verkaufen, zeigt einfach nur, was man für eine niederträchtige Persönlichkeit hat. Also eine Vermutung ist etwas, das sich nicht mit einem Fakt vergleichen lässt, natürlich. Sehr, sehr schwierig, gerade in diesem katastrophalen Kontext, dass am Ende auch gesagt wird, dass sie da ein Kind verloren hätte. Und da ist es einfach schwierig, direkt davon auszugehen, dass das alles irgendwie ein Fake ist. Das steht sicherlich im Rahmen des Möglichen, aber davon, also das als gegeben zu betrachten, das ist schon sehr unklug. Bevor ich das Thema mit der Fake-Schwangerschaft abschließe, die sich ja jetzt als so eine rausgestellt hat. Hat sie nicht! Weder er. Ehren Manrius noch Geparke haben gesagt, dass diese Schwangerschaft fake war. Und nochmal für dich, Ahmad. Ja, selbstverständlich kann es sein, dass diese Schwangerschaft gefaked war. Und wenn das so war, dann ist es absolut widerlich. Aber du kannst es doch nicht einfach als Fakt präsentieren, halt ohne irgendeinen Beweis. Leute im Internet spekulieren darüber, ob das fake war oder nicht. Aber dir sind die Klicks so wichtig, dass du einfach komplett drauf schaust, ob das stimmt oder nicht. Drum machen wir mal weiter mit Fall Numero Dos. Und ich Numero Uno. Es geht jetzt um die Influencerin Nona Kanal, die Modemarke Shadeswear gegründet hat. Vielleicht habt ihr da auch schon das Video von KuchenTV dazu gesehen, das war auch sehr gut. Sie hat diese Marke vom Grund auf aufgebaut, die erste Kollektion geplant, ein riesiges Event veranstaltet, wo unter anderem Bowser aufgetreten ist. Noch nie von gehört tatsächlich. Es ist also endlos viel Kohle in das Projekt reingeflossen. Am Ende so viel, dass sie ins Minus gegangen ist. Und Ahmad hat dann einfach so aus heiterem Himmel komplett ohne irgendwelche Beweise Vermutungen über die Produktion, über die Qualität und über alles andere, was diese Marke betrifft, aufgestellt. Es ist ein Wahnsinn. Daraufhin sagt sie dann zu dem Preis, warum es so teuer ist, liegt daran, dass sie anscheinend in Europa unter besten Bedingungen produziert. Dafür hat sie wieder keine Belege, keine Angaben, nichts. Okay, Ahmad, Digga, ich weiß, das ist ein Konzept, das ist im Rahmen der Verfolgung von klickprägnanten Titeln sehr schwierig. Aber wenn du eine Behauptung aufstellst, dass etwas
falsch ist oder etwas nicht stimmt, dann ist man in der Bringschuld, Belege dafür zu beziffern und nicht zu sagen, ich behaupte, deine Produkte werden nicht in Europa hergestellt, sondern in einem anderen Land. Und wenn das passiert, musst du sagen, der Beleg dafür oder meine Zweifel kommen, und dann packst du so ein paar Sachen dahin. Ne, dann sagst du hier, das möchte ich. Aber nicht, dass du, also du kannst nicht erwarten, dass du das behauptest und derjenige das Gegenteil beweist. Das geht nicht. Du kannst also nicht sagen, hier beispielsweise, ich behaupte, dass Stain ein Reptiloid ist und deswegen beweis mir mal das Gegenteil. So, hä? Das funktioniert nicht. Das ist eine sehr dumme Art und Weise, das zu machen. Und ich hoffe, du lernst daraus und machst nicht mehr so dumme Sachen. Ja, Ahmad, Nona muss nämlich erstmal dir beweisen, dass deine ganzen Anschuldigungen hier falsch sind, anstatt dass du erstmal mit irgendwas Handfesten um die Ecke kommst. By the way, Ahmad hätte sich auch easy einfach was bestellen können und das im Video herzeigen können, aber stattdessen vergleicht er Nona Sachen einfach mit Shein, weil die halt auch Polyester drin haben. Das wirklich Witzige an der Situation ist, aber Nona hat dann sogar zu ihm gesagt, du Ahmad, weißt du was, komm zu meiner Produktionsstätte, schau dir die ganze Produktion an, schau dir meine gesamte Buchhaltung an, ich leg dir alles offen, was du überhaupt sehen möchtest, um dir alle Fakten fair zu präsentieren. Und Ahmad hat das Angebot natürlich nicht angenommen, stattdessen hat er... gesagt, dass er vielleicht noch ein viertes Video dazu posten wird. Wichtig für Ahmad sind nämlich die Klicks und nicht die Wahrheit. Genauso wie beim nächsten Fall, beim Fall Igli Schröder. Ja, genau. Oh, das war eklig. Der TikTok-Millionär, zu dem ich vor ein paar Monaten ein Video gemacht habe. Und weil das jetzt ein schwieriges Thema ist, möchte ich ganz kurz dazu sagen, ich kenne diesen Igli nicht persönlich, ich mag den nicht, ich brauche den nicht in meinem Leben. Aber es gibt Gerüchte darüber, dass er was mit einer 17-Jährigen hatte. So, was macht also Ahmad? Er bezeichnet Igli Schröder erstmal im Video und im Titel als Pädophilen. Falls ihr es nicht wisst, Pädophilie bezeichnet die Anziehung zu Kindern vor der Pubertät. Ahmad, es geht hier um eine 17-Jährige, was natürlich auch nicht cool ist. Das stellt ja niemand in Frage, aber es ist doch keine Pädophilie. Gehen wir direkt zum Pädophil. Ja, Freunde, ihr wisst, es gibt da draußen auch pädophile Menschen. Es gibt tatsächlich auch alte pädophile Menschen. Und davon gibt es jede Menge. Auf TikTok gibt es einen, der heißt Igli Schröder. In der Vergangenheit, wie ihr sehen könnt... Ich finde das Ganze, falls es jetzt zu 100% stimmt, falls sie wirklich minderjährig waren, ist es mir auch egal, ob sie 16, 17 waren, 18, 19, für mich spielt das keine Rolle. Also da muss man nicht viel sagen, außer dass es hier natürlich wieder eine wundervolle Darbietung der intellektuellen Minderfähigkeit von Ahmad ist. Das sind die einfachsten Zusammenhänge, die da nicht geschafft werden. Das ist freies Sprechen funktioniert, aber der Inhalt der freien Sprache, die da geäußert wird, ist wirklich nicht so gut. Das ist nicht, also das ist offen gesagt einfach nur dämlich. Ne? Also wenn du sowas sagst, das ist natürlich einfach dämlich. Alpha Kevin hat genau das in seinem Video nochmal kritisiert und Ahmad sagt einfach das hier drauf. Also, er hat keine Beweise außer Sprachnachrichten, bei denen man das Alter aber definitiv nicht identifizieren kann und behauptet einfach, dass Igli Schröder pädophil sei. Alpha Kevin findet das aber in Ordnung. Ja, Alpha Kevin, ich habe ja ApoRed verteilt, ich bin definitiv schlimmer. Deswegen gehst du auf die Seite eines Pädophilen. Ist das eine Anzeige, Digga? Ist das eine Anzeige? Könnte eine Anzeige sein. Das ist nicht schlau. Das wäre eine Anzeige wert, ja. Diese Verleumdung, das ist schwierig. So weit bist du schon gegangen, um dem Mainstream zu gefallen. Bruder, machst du das eigentlich absichtlich? Du haust einfach wieder raus, dass Igli Schröder ein Pädophiler ist, weil er angeblich was mit einer 17-Jährigen hatte, was laut Definition nicht Pädophilie ist. Ich kann es versuchen, dir in einer Buchstabensuppe aufzuschreiben. Vielleicht verstehst du es dann. Das waren jedenfalls ein paar von den Punkten, die Ahmad in seinem Zerstörungsvideo anspricht und die hat er allesamt verfehlt. Aber der gute Mann ist nicht dumm. Der hat nämlich seine eigene Theorie entwickelt, warum er von allen Leuten gehatet wird. Okay. Jetzt pass auf. Die haben alle Videos über mich gemacht. Warum überhaupt? Was habe ich so Schlimmes getan? Das liegt ganz einfach daran, dass alles angefangen hat, indem ich vor, glaube ich, 2 Monaten oder so ein Video zu ApoRed gemacht habe, wo ich nicht so wie alle anderen auf ApoRed rumgehakt habe, sondern neutral war und die Gegenseite betrachtet habe. Dann haben ein paar YouTuber, Kaiser, KuchenTV und so weiter, Videos darüber gemacht, dass es ein dummes soziales Experiment war, obwohl ich ganz klar in meinem Video gesagt habe, die Auflösung, dass ich das Ganze, was ich gesagt habe, nicht irgendeine Scheiße gelabert habe, sondern das, was ich gesagt habe, schon so meinte, wie ich es gesagt habe. Oder war alles anders dargestellt? Hä? Aber warum löst du dann etwas auf, wenn das Originalvideo kein... Das ist ja mega dumm. Also, warum sollte man etwas auflösen, das ja tatsächlich so gemeint war
und kein soziales Experiment. Das macht ja dann kein, da brauchst du ja nichts auflösen. Die Auflösung war, dass es keine, das ist komisch. Ich habe das anscheinend alles nur als soziales Experiment gesagt und danach nicht mehr so gemeint. Doch. Hä, wenn du das so gemeint hast, wieso dann die Auflösung von etwas, das du nicht korrigieren musstest? Boah, ich versuche mir angestrengt, da Gedanken drüber zu machen, weil das sehr dumm ist. Ich habe es offensichtlich so gemeint. Schaut euch die Upgrade-Auflösung an. Oh mein Gott, er hat das alles ernst gemeint? Jetzt kenne ich mich aber gerade gar nicht mehr aus. Wozu gibt es denn das zweite Video? Im zweiten Video hat er ja gesagt, er hat das erste Video nur gemacht, um aufzuzeigen, was passiert, wenn du in der Öffentlichkeit eine andere Meinung hast. Und du hast diese Meinung wirklich? Wozu dann die Auflösung? Was? Ja, wozu? Oh, wurde jetzt aufgelöst. Und by the way, was ist eigentlich aus dem Angry Tay Video geworden, was du uns versprochen hast? Weil ich... Andrew Tate Video. Gerade dabei bin, ein Video zu Andrew Tate zu machen. Die ganze Wahrheit über Andrew Tate. Okay, ich hoffe, bis jetzt war das Video nicht zu sehr durcheinander, aber ich werde nicht auf alle Punkte eingehen. Erstens habe ich nicht die Zeit und zweitens weiß ich, dass KuchenTV und Alpha Kevin auch noch Videos dazu machen werden. Aber den saftigsten Teil vom ganzen Ahmad-Video habe ich mir bis jetzt aufgehoben. Weil woher weiß ich, dass KuchenTV und Alpha Kevin auch Videos dazu machen werden? Du würdest dann aus deiner Bubble rausfliegen, aus deiner Gruppe, wo ihr alle miteinander schreibt. So, ey, machen wir heute wieder alle Videos über Ahmad? Wait a minute. Der glaubt nicht wirklich, dass da eine Gruppe existiert. Das ist ein Meme jetzt. Dazu kommen wir auch noch. Aber ganz kurz. Was bitte? So fürs Protokoll, das war nur ein Witz. Nicht, dass ich wieder Verschwörungstheoretiker genannt werde, weil ich eure Gruppe erwähnt habe. War nur ein Witz. Ich weiß darüber nichts. Welche Gruppe? Ihr habt es gehört. Es gibt eine Gruppe, wo alle Leute drin sind, die jemals Videos gegen Ahmad gemacht haben. Wir nennen diese Gruppe Schachmatt und Plan. Ich weiß nichts von dieser Gruppe, Chat, ehrlich gesagt. Unsere hinterhältigen Aktionen gegen Ahmad Tag für Tag. Da haben die sich in der Gruppe wieder abgesprochen. Ey, reagier mal auf mein Video. Ahmad wird richtig hops genommen. Das glaubt der wirklich? Da muss ich irgendeine DM nicht gelesen haben oder irgendeine Discord-Nachricht nicht gelesen haben oder so? Er hat ja voll den Film. Wie ich das erste Mal gehört habe. Also er hat jetzt irgendwie aber auch gesagt, es ist ein Witz und er ist kein Verschwörungstheoretiker, aber warum sagt er das denn jetzt nochmal? Es tut mir leid, dass ich das so provokant sage. Ich hab glaubt, ich mir in die Hose. Der Typ präsentiert Vermutungen als Fakten, hetzt gegen Influencer, die ihm alle Karten offenlegen und kennt anscheinend nicht mal die Definition von den Wörtern, die er benutzt. Und dann denkt er im Ernst, dass das alles eine riesige Verschwörung gegen ihn ist. Ja, Ahmad, jetzt hast du's. Yo, servus Jungs, gell, der Ahmad, der hat ein Video gepostet, 38 Minuten, wo uns alle voll exposed und ich habe mir gedacht, soll ich dazu auch ein Video machen? Ja, kannst du machen. Aber achte darauf, dass das ganze Video nur aus Lügen besteht, so wie ich das gemacht habe. Ich wäre auch dafür. Zum Glück haben wir diesen geheimen Gruppenchat nur wegen Ahmad. Hey, Tobi Hofenstern hier. Sorry, dass ich mich so spät melde. Aber ich habe die letzten 5 Stunden damit verbracht, Videos striken zu lassen. Ich freue mich auf das Video. Bis dann. Ahmad, ich weiß es. Oh Gott, Digga. Gut, dass meine Nachricht da drinnen nicht eingeblendet wurde. Die ging nämlich auf Mutter. Das ist schwer vorstellbar für dich, aber es hat sich tatsächlich niemand random gegen dich verschworen. Es gibt auch keine WhatsApp-Gruppe. Bitte iss einfach deine Buchstabensuppe auf und geh ein paar Mal in die frische Luft. Freunde, lasst mich gerne in einem Kommentar oder auf Discord wissen, was ihr von Ahmad haltet. Lasst mir auch gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Alter Schwede, das hat mich jetzt kalt erwischt. Macht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Damit bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Das hat mich jetzt kalt erwischt. Warum warst du nicht dabei? Also man könnte jetzt meinen, das ist von mir nur gefaked, aber ich habe wirklich mit Leuten außerhalb dieses Streams nichts zu tun. Jedes Mal, wenn ich das sage, sage ich eigentlich die Wahrheit. Das mag jetzt ein bisschen schwierig klingen, allerdings ist es wahr. Wild. Da hat jemand wirklich, also jetzt interessiert mich ja schon ein bisschen, was Alpha Kevin dazu sagt.